Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter Rise. Wir haben, wie man sehen kann, die Heavy Bowgun und kämpfen gegen den Apex Dinoke. Ich bin gespannt. Die Bullfangos gehen auch schon ab. Und ja, schauen wir mal. Ich habe ein Schrot-Set mit dem, mit der Heavy Bowgun. Aber ich denke mal. Uiuiui. Ich fange erstmal an mit ein bisschen Detonation und ein paar Statuseffekten wie Gift zum Beispiel. Und danach dann Lähmung. Dass wir richtig reinballern können. Ja, wie man sehen kann, habe ich hier auch ein Schildset. Also, dass ich schön alles ablocken kann. Das ist so das Coole an der Heavy Bowgun. Man ist zwar nicht so schnell unterwegs, aber dafür, ja, hat man andere Vorteile. So. Und wenn man dann eine Möglichkeit hat anzugreifen, dann kann man einfach draufballern. Ja, auch wenn das hier nicht so krass aussieht, weil es einfach der Apex-Dinok ist und der extrem viel aushält. Oder extrem wenig Schaden bekommt, sagen wir es mal so. Huh. Aber ja, so die Idee dahinter. Habe ich hier natürlich noch die Detonationsschüsse. Ich kann euch das Set dann auch noch zeigen, beziehungsweise habe ich auch ein Video gemacht, wo ich alle meine Waffensets zeige. Da kann man das Ganze auch nachschauen. Bisschen genauer. Ui. Ach. Und schon auf. Wunderbar. Da sieht man, Detonation ist super nice. Zack, zack, zack. Und dann kann man hier drauf ballern. Frag mich, ob es noch eine bessere Möglichkeit gibt, den Zinnoker abzuballern. Irgendwo eine. Vielleicht am Schweif? Nee, vermutlich nicht. Aber ja. Ich finde es ganz cool. Cooles Set. Normalerweise mache ich nochmal ein gutes Stückchen mehr Schaden. Gefühlt. Nur. Ja. Apex-Monster. Apex Dinoke, der ist schon ganz schön krass, ja? Der ist schon echt richtig heftig. Au. So, huiuiui. Ich habe ja natürlich auch gleich ein richtig krasses Monster ausgesucht, um mit der Heavy Morgan hier zu kämpfen. Aber da sieht man, wie viel ich dem Set hier zutraue. Okay, das kann ich schon mal nicht blocken, krass. Au. Junge. Dinoke. Hat ja richtig reingehauen. Dabei habe ich eigentlich recht gute Guard-Skills dabei. Okay, tschüss. Und zwar, hier ist mein Set, hier die Ausrüstungsteile, diesen Talisman dazu. Hier Blocken Stufe 4. Es würde noch eins weitergehen und Blocken hoch ist auch noch dabei. Und ja. Wenn man es genauer sehen will, dann kann man sich meine Waffenset-Videos anschauen. Hey du. Boop. Boop. Eigentlich könnte ich ihn auch noch sch zum Schlafen bringen. Oh, super nice. Und bau, patz, patz, patz. Ich meine, wenn man das so ausrechnet, 17 mal 5 jedes Mal. Okay, ich mache nicht immer 17 Schaden. Aber da kommt schon was zusammen. Ah ja, hier, ich habe auch komplett vergessen, das Dämonenpulver zu futtern. So, Hund nicht aufwecken, bitte. Oh, dieser kleine Scheiße. Weh. Und aufgewacht. Boom. So, mit Dämonenpulver. Boom. Schon ein bisschen mehr. Aber ja, wir machen hier pro Schuss so. Also hier, das ist ja schon fast 100 Schaden pro Schuss. Das darf man also nicht unterschätzen, nur weil da kleinere Zahlen dran steht. Stehen. Stehen. Die kleineren Zahlen stehen halt ganz oft dran. Boah, der Apex-Sinog ist aber so krass. Obwohl ich Blockenstufe 4 habe, haut er mich trotzdem ganz schön weit weg hier. Das ist nicht schlecht. Das kriegt nicht jedes Monster hin. Das ist ja richtig krass. Hätte ich nicht erwartet, dass er so einhauen kann. Ich meine, dass er stark ist, okay, aber so stark? Nope. Das Gute ist, dass ich hier einfach stehen kann und blocken. Stell dir vor, der würde mich jedes Mal erwischen. Ah, so, das ist das einzige größere Problem, das ich mit dem Set sehe. Bei Detonation ist gleich Auto-Nachladen dabei. Und währenddessen habe ich natürlich kein Schild da. Was gar nicht so cool ist. So. Hallo. Zack. Oh. Ui.
Nope. Und vielleicht kriegen wir gleich nochmal K.O. Das ist das Coole an Detonation. Boom! Und K.O. Wundergeil. Wundergeil vor allem. Tolles Wort. Zack. Und jetzt hauen wir weiter damit drauf. Ich meine, das ist so der Gameplan damit. So, und dann, ja gut. Er ist noch ein bisschen nerviger, weil man den Kopf nicht so gut erwischen kann. Aber an sich ist es dann recht easy, die Monster nacheinander wegzuballern, sag ich mal. Wenn man es halt immer K.O. macht und dann mit halt Schrot drauf zu ballern. Oh. Hallo. Uiuiui. Ui. Beruhig dich. Huch. So, ich will ihn nochmal vergiften. Ich weiß nicht, ob das reicht. Schau mal, ob ihr noch. Ne, er wurde leider nicht nochmal vergiftet. Schade. Dann darf er jetzt einfach nochmal pennen, wenn er nicht abhauen würde. So. Oh ja, Heavy Bogan ist irgendwie ganz cool. Unglaublich schwach momentan im Vergleich zu Light Bogan. Unglaublich jetzt nicht, aber schwächer als Light Bogan. Es gibt nicht viele Gründe, eine Heavy Bogan zu nehmen. Weil diese Special Ammo macht es auch nicht gut. Die ist etwas schwach, weil die. Das wird, glaube ich, recht cool, wenn diese Special Ammo um einige stärker wäre. Dass die halt echt was raushauen. Das, was da halt die Waffe special macht und so. Ich glaube, das wäre eine coole Balance-Methode. So, du pennst. Wunderbar. Also die hier. Ich meine, man kann sie mit Skills ein bisschen verbessern, aber halt auch nicht wirklich gut genug. Es lohnt sich meistens nicht, damit anzugreifen, sag mal so. So, zack. Ich... Verpisst euch, ihr Fische. Geht mir nicht auf die Nerven. Oh, die Fische, die werden... Oh, die werden... Die werden ein Problem. Boom! Ist was? Ihr könnt mich mal... Oh, und da... Ja. Bin ich leider erwischt. Man hat relativ oft das Schild da, weil man nicht gerade einfach nur auf die Angriffstaste hämmert. Dann müsste man sich da eigentlich nicht so viele Gedanken machen. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen, wann man dann angreifen sollte und wann nicht. Nope. Nope. Hui. Komm schon. Waffe raus und wunderbar. Oh ja, es ist eigentlich ganz okay. Ganz angenehm eigentlich, finde ich. Die Waffe. Au. Hui. Es gibt sicherlich bessere, es gibt auch, irgendwelche, ja gut, da verwendet man dann vermutlich eine Lightbogun, wenn man nur auf Detonation geht. Aber ich mag Schrot. Ich finde Schrot ziemlich cool. Darum verwende ich das gerne. Aber ein Coolheitsfaktor. Oh. Na du? Ach Mann, lad doch schneller nach. Nope. Nope. Na du? So, ach fuck. Machen wir mal nicht so Angst. Ja, gerade läuft es gar nicht so gut. Oh, nevermind, wir haben ihn runtergehauen. Jetzt, zack, 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 zack. Wunderbar. Man hat ja auch echt extrem, eine extrem hohe Menge an Munition in so einer Ladung drin. Das sind, glaube ich, 7 Schüsse. Weshalb ich auch nichts extra habe an mehr Munition und so. Na du. Oh, das ist richtig krass. Apex Sinoke ist so ein fieser Drecksack. Wir haben Guard Stufe 4 und Guard Hoch Stufe 3. Und der macht mir halt trotzdem so viel Damage, obwohl ich es blocke. Das ist mega krass. Das kriegt kein anderes Monster hin. Sage ich euch. Oh Gott. Steh doch auf. Danke. Heile, heile. Puh. Mieser Fuckboy, ey.
Schaut euch ihn an. Junge, Junge, Junge. Aber ja, schauen wir mal. Detonation, wir könnten den noch ein bisschen wegdetonieren. Wir haben auch noch Ermüdung. Was bestimmt ganz lustig ist. Wird, glaube ich, recht selten benutzt eigentlich. Egal, ich gehe jetzt mal weiter mit Detonation auf den Kopf. Ach, musst du dich gehen. Bist du dumm? Was macht der denn? Hallo? Und? Theoretisch haben wir auch noch diesen Block. Auch wenn der gerade nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Chill mal! Ach Gott, fucking damit. Nein! Ja, da läuft gar nichts mehr. Ja, beruhig dich mal. Ich meine, wir können dafür mit Ermüdung vielleicht dafür sorgen. Oh, wie ich halt einfach weggeballert werde. Obwohl ich es alles blocke mit einem mega guten Block. Hallo? Zack. Hä? Nee, ich wurde erwischt. So. Ich hätte vielleicht doch nicht den Apex-Dino rauswählen sollen. Nein, ich hab doch. Ich darf vermutlich gleich wieder ins Lager rein. Aber das ist auch ganz gut, dann kann ich mir mehr Detonation holen. Oh nein. Ja, ich muss weg. Ich sterbe sonst. Ich glaube, ich sterbe jetzt einfach. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ich sterbe. Schauen wir mal. Komm schon. Nein! Oh. Schnell heilen. No! 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 Fuck you! Komm her, Doggo. Wir verpissen uns. Oh, genau, hoch hier. Tschüss! Apex Dinocre, du mieser Fucker. Yo, der geht ja richtig ab. Ich habe noch nicht allzu oft gegen ihn gekämpft. Also Respekt. Was ein Drecksack. Okay, ins Lager. Hui. Kurz was trinken. Dann geht's gleich wieder zu ihm. So. Okay. Also, Leute. Schon gegen Apex Dinocre gekämpft? Wenn ja, wie fandet ihr ihn so? Ich muss sagen, der hat's schon krass. Schon krass, der Kollege. Der. Ich weiß jetzt schon, ich habe keinen Bock mit der Lanze gegen ihn zu kämpfen. Wenn ich hier schon mit. Hier. Blockenstufe 4. Und Blockenhochstufe 3. Was fast die maximale Blockfähigkeit ist, die man haben kann, ja? Wenn ich damit schon so viel Damage reingehauen bekomme bei seinen Angriffen, dann Respekt. Uiuiui, Respekt. Nicht schlecht. Ich glaube, ich vergifte ihn nochmal. Ja, du kleiner Scheißer, jetzt gibt's Stress. So, sei vergiftet. Wie lange willst du noch Zeit lassen? Okay. Oh, er ist vergiftet, wunderbar. Dann können wir nochmal lämmen. Zum Glück greift er mal nicht mich an. Das ist. Stimmt, er hat davor auch meine Kollegen die ganze Zeit in Ruhe gelassen und hauptsächlich mich angegriffen. Nerviger Drecksack. Dreh dich um! Du Fucker! Da ist, seht ihr? Ich werde so weggedrückt von den Angriffen. Das ist nicht normal. Dinocre ist krass. Ach, es hat nicht gereicht. Schade. Wir können es mit Schlaf versuchen. Okay, seitlich laufen. Ist die Taktik bei ihm, glaube ich. Schläfst du? Nope. Theoretisch kann man auch mit der Heavy Bowgun. Dreh ich um. Mit der Heavy Bowgun Angriffe aufladen. Lass mich mal weg. Oder schlaf einfach. Kein Problem. Ich komme einfach nicht weg. Roll! Junge!
Seht ihr das, wie ich das alles wegblock, aber halt trotzdem richtig auf die Fresse bekomme? Johoho. Nope. Nope. Und, Kurde hin. Und weg hier. Boom. Umgehauen. Schnell zu Schrot. Ich hab, wir haben auch eine recht gute Reichweite mit Schrot hier. Durch Ballistics. So. Bitte schlaf einfach gleich. Nachdem du aufgehört hast, mich wegzuballern. Oh. Er liegt. Zack, 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 zack. Na du. Ui. Auf mich anzugreifen. Ich muss ehrlich sein, ich glaube mit der Lightbogern hätte ich auch Riesenprobleme. Einfach weil er so mega oft angreift. Ich nicht von ihm so einfach wegkommen würde. Zack. Weil wenn ich angreife und ihn gut wegballern kann, dann sieht das Leben echt wunderbar aus. Aber so einfach ist es bei ihm nicht. Apex. Apex, ja? Das ist ein Apex. So, schauen wir mal. Übrigens, die Schlafmunition war nicht verschwendet, weil meine Katze und mein Hund, die haben beide noch Schlafwaffen. Das heißt, ich habe denen nur ein bisschen geholfen, ein bisschen schneller zu sein. Na du? Oh, okay. Ja, schreibe euch. Du bist eh gleich K.O. hoffentlich. Das ist ein fucking Nahabra. Der wird richtig nerven. Außer er stirbt. Doch, Zinoka, das war cool. Na du? Oh, ich wollte gerade leider den Viper-Konter machen. Dummerweise hat Zinoka mich einfach gestunlockt. Na du Fucker? Kannst du mal still sein? Du hyperaktives Kiddo? Ha! Boom! Fucker! Das hast du davon! Oh. Das ist nicht so cool, weil ich direkt wieder... Geh weg! Nein! Fucker, Mann! Mann! Ich will es mit Heavy Bogan schaffen, aber holy fuck! Ich hätte Betäubungswiderstand mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, was ich da stattdessen dann hätte weghauen sollen. Oh Mann, Apex! Apex! Drecksack! Hm. Und da muss ich wohl bald wieder Munition kaufen. Apex. Habe ich Azuros die ganze Zeit gesagt? Ich hoffe nicht. Zinoke. Junge, was ein mieser Drecksack. Ich denke mal, gegen den würde ich normalerweise sowas wie Schwert und Schild verwenden. Oder. Ich weiß nicht, was ja noch eine Möglichkeit. Ich stelle ihn mir tatsächlich recht nervig mit sehr vielen verschiedenen Waffen vor. Gute Frage. Insektengräfe vielleicht. So. Eieieiei. Wir könnten es jetzt aber nochmal mit Lärmung versuchen. Schauen wir mal. So, das ist nachgeladen. So. Hey, du Fucker. Na, komm schon. Und du haust ab. Na gut. Er geht nach unten. Da wirst du dich nicht vor mir verstecken können. Hier noch ein Dämonenmittel, weil ich verreckt bin. Kräftigen ist so langsam ein Skill, wo ich drüber nachdenken könnte. Dass ich nach einem Tod ein bisschen mehr Angriff und Verteidigung habe. Wobei ich online halt eher weniger sterbe. Und dann wäre es halt verschwendet, sag ich mal. Oh. Okay, das kann ich nicht blocken, schade. Aber das ist eigentlich schon fast zu erwarten. Huch. Komm schon. Paralysier ihn! Endlich! Wir, die Bullfangos, hauen mich weg. Zack! Boom, bam, bam! Fatz, 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 fatz! Und? Boom!
So, zack, zack. Einfach mit Schrot draufhauen wäre vermutlich auch eine Idee gewesen. Aber wie ihr sehen kann, das ist halt auch krass. Ich brauche meine... Meine Kollegen sollten mich mal heilen, das war cool. Und voilà. Boom! Oh, meine Kollegen haben mich sogar geheilt. Nett von ihnen. Mein toller Hund und meine tolle Katze. Oh, da pennt wohl jemand, hä? Zeit zu sterben. Es ist auch endlich kurz vorm Sterben. Hat viel Zeit gekostet. Ich weiß nicht, habe ich irgendeinen... Nee. Eigentlich hatten wir mit der Waffe auch Drachenmunition. Aber die ist ja, glaube ich, ein bisschen komisch. Da kann man immer nur 3 Munition oder so mitnehmen. Und kaufen kann man die auch nicht. Boom! Na du? Na gut, dann... ach, die Hinter... Boom! Na endlich! Hinterbeine wäre auch eine Möglichkeit gewesen anzugreifen. Huh! Ich meine, wir sind verreckt, aber ja... wir haben es geschafft. Heavy Bowgun ist eigentlich... Bisher war ich sehr zufrieden damit. Bei dem fucking Apex Dinocre nicht die beste Methode. Aber ja, ich kann die Waffe empfehlen, trotzdem. Auch wenn das jetzt anstrengend war. Vielleicht sieht man es noch, wenn ich dann mal andere Monster mit der Waffe hier besiege. Mit dieser Heavy Bowgun, mit dem Set hier. Aber an sich kann man schon ganz schön reinhauen. 220 Angriff. Mit so viel Schrotmunition. Und man muss leider stehen bleiben beim Angreifen. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, hier Detonation 1, 2 und 3 zu verwenden. Gift, Lähmung und Schlaf, was super angenehm ist. Und halt Schrot 3. Man kann relativ schnell rausballern. So oder so, ich bin jetzt die Folge. Falls es euch gefallen hat, abonnieren, liken. Discord ist in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.